Aber du hast ja die Dateien von Art, du weißt ja nicht, wie kurz sie sind. Über eine Minute. Ja. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ja, heute geht es um ein ganz spezielles Thema, wozu ich noch kein Video auf YouTube gefunden habe. Wie man einen eigenen Garten findet und welche Möglichkeiten es gibt. Ich erzähle euch jetzt in der ersten Hälfte vom Video, wie wir zweimal einen neuen Garten gefunden haben. Und dann haben wir einen kleinen Gast im Video, der euch etwas über ein spezielles Thema, wie man einen Garten findet, erzählt. Und dann gebe ich euch noch weitere Möglichkeiten. Also wenn euch das gefällt, auf jeden Fall ein Abo geben und viel Spaß beim Video. Ja, wie bekommt man eigentlich einen eigenen Garten? So einen richtig schönen großen Garten mit viel Quadratmeter, wo man viel anbauen kann. Einen schönen Garten, den man sich schon immer gewünscht hat. Und wir haben zweimal einen großen Garten gefunden. Das erste Mal, ganz einfach, haben wir bei uns beim Tierheim angefragt, indirekt, indem wir auf Facebook, in einer Facebook-Gruppe, einen Aufruf gestartet haben, dass wir einen größeren Garten suchen. Also das ist schon mal die erste Möglichkeit. Sucht in Facebook-Gruppen, zum Beispiel von eurer Stadt. Bei uns ist es jetzt Lingner helfen Lingner, so hieß die Gruppe. Und da haben wir drin gefragt, hat jemand ein größeres Stück Land zur Verfügung? Und auch viele Privatpersonen hätten da ihren Garten abgegeben. Natürlich wahrscheinlich nicht immer kostenlos, aber dass man für einen Garten oder ein Grundstück zahlt, da geht ihr ja wahrscheinlich auch von aus. Dann hat sich bei uns aber das Tierheim gemeldet. Das ist vielleicht nochmal eine zweite Organisation. Denn wenn ihr zum Beispiel Organisation oder Firmen vorschlägt, ihr macht euren Garten da und gebt zum Beispiel Mitarbeitern Gemüse oder ihr macht dann kleine Parzellen auf und sagt, da können die Mitarbeiter mitgärtnern. Da freut sich natürlich jede Firma, wenn die Mitarbeiter nach Feierabend noch gesunde eigene Lebensmittel anbauen können. Oder ihr baut einfach euer eigenes Gemüse an und gebt davon einen Teil ab. So gibt es für beide Seiten auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. So war es bei uns mit dem Tierheim ja auch. Jetzt das zweite Mal haben wir einen neuen Garten und den haben wir auch über den Weg gefunden, Social Media. Denn damals hat eine Bekannte von meiner Mutter, die hier auf diesem Gelände hier ihre Firma hat, uns dieses Stück schon angeboten. Damals war das für uns aber mit dem Tierheim attraktiver, da wir schon viele Aktionen mit dem Tierheim dort gemacht haben. Und jetzt sind wir dann doch hier gelandet. Also zusammengefasst, wir haben die Möglichkeit von sozialen Netzwerken genutzt, also Instagram, Facebook oder vielleicht auch YouTube, um auf uns aufmerksam zu machen. Und da haben wir dann schon sehr viele Anfragen gekriegt. Ihr könnt aber auch bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel ein Inserat erstellen, dass ihr ein eigenes Land sucht oder könnt dort auch selber schauen, ob vielleicht sowas schon angeboten wird. Das ist auch noch ein guter Tipp. Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen Gast in diesem Video und das ist der Arthur von Arts Garten. Der hat in Geldern bei sich einen Saisongarten gegründet. Das heißt, man kann da Parzellen für eine Saison mieten. Wie das genau funktioniert, das erklärt er euch hier selber. Hi, ich bin Art und der Felix hat mich gebeten, mal zu erklären, wie mein Saisongarten funktioniert. Saisongarten, wie der Name schon sagt, man kann sich bei uns eine Gartenparzelle, entweder 15 oder 30 Quadratmeter, für eine Saison mieten. Das geht dann von Anfang März oder April, je nach Wetterlage, bis Ende Oktober, November, auch wieder je nach Wetterlage. Und in dieser Zeit kann man immer, wann man möchte, zu seiner Fläche kommen. Ich bin samstags vor Ort, helfe den Leuten, zeige denen, wie was funktioniert, in welchen Abständen man Sachen pflanzen muss. Und wir stellen auch Jungpflanzen zur Verfügung, Saatgut, Werkzeuge, ist alles da. Also man braucht nur hinkommen und sich um sein Gemüse kümmern. Und das ist halt sehr, sehr schön für Leute, die keinen Garten haben oder nur einen kleinen Balkon. Oder es gibt auch Leute, die bei uns sind, die einen Garten haben, aber die noch nicht direkt bei sich zu Hause ein Gemüsebeet umgraben wollen. Also es ist für alle Leute, die erstmal anfangen wollen mit dem Gemüseanbau. Und ist wirklich eine tolle Sache. Bei uns hier in Geldern-Fernum war es jetzt dieses Jahr die erste Saison. Ich kann das Prinzip wirklich sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr einen Garten sucht, schaut bei euch in der Umgebung. Da gibt es bestimmt auch irgendwo einen Saisongarten. Ansonsten kommt einfach zu uns. Und ja, ich hoffe, die Erklärung hat geholfen und wir sehen uns hoffentlich irgendwann wieder. Bis bald, Felix. So ein Saisongärten, das ist doch ganz cool, oder? Wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, denn dort habe ich Arthurs Projekt verlinkt. Ja, was gibt's noch für Möglichkeiten? Wir haben schon viel aufgezählt und jetzt auch die Saisongärten. Was natürlich allen klar sein sollte, sind Kleingärten. Da gibt es aber viele Probleme meist mit, weil die sind schwer zu bekommen und haben meist auch in den Kleingartenverordnungen viele Dinge, die für so einen Hobbygärtner uninteressant sind. Zum Beispiel 80-90 oder auch 100% Beetfläche geht in so einem Kleingartenverein natürlich nicht. Und auch mit eigenen
Gewächshäusern oder sowas, was ihr da draufsetzen möchtet, ist es immer ein bisschen schwerer. Freie Flächen, die bekommt man zum Beispiel aber auch bei Landwirte, denn Landwirte müssen sogenannte Ausgleichsflächen machen. Das seht ihr vielleicht manchmal, wenn ihr dran langfährt, haben die so ein Stück Blühstreifen und alternativ könnt ihr auch anbieten, dass ihr dort auf diesem Stück Gemüse anbaut. Vielleicht für den Landwirt auch ganz attraktiv und auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Ich habe ganz am Anfang meinen Garten ja bei mir zu Hause gehabt. Ein Garten zu Hause, das erschließe ich ja selber, das geht aber auch nur, wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt und viel Fläche zur Verfügung hat. Aber ich hatte auch da ein Problem und zwar waren das meine Eltern, denn die wollten natürlich nicht, dass ich den ganzen Garten auf einmal zum Gemüsegarten umgrabe. Deswegen habe ich einfach mal in der Nachbarschaft und bei den Verwandten geschaut, das ist auch noch ein guter Tipp, und habe bei meinem Onkel angefangen, denn der hat einen riesen Garten und dort hatte ich auch ja, ein paar Quadratmeter, wo ich zumindest schon mal anfangen konnte zu gärtnern. Und wenn man sich einen Garten sucht, dann ist sowas auf jeden Fall auch schon mal eine gute Alternative, in der Nachbarschaft oder auch bei Verwandten zu fragen. Ja, lasst mich doch gerne wissen, was ich noch vergessen habe aufzuzählen. Wie habt ihr euren Garten bekommen? Ich bin sehr gespannt auf eure Geschichte. Schreibt sie mir gerne mal hier unter das Video. Adventskalender der Garten-YouTuber findet ja auch in diesem Jahr wieder statt und ich bin dieses Jahr am 17.12. dran. Das ist ein Freitag, das heißt, nächste Woche gibt es zusätzlich zum wöchentlichen Video sonntags morgens um 8.15 Uhr auch ein Video am Freitag und zwar um 6 Uhr morgens. Da geht der Adventskalender schon wie üblich zu dieser Uhrzeit online, damit alle morgens vor der Arbeit oder auch den gesamten Tag über sich das Adventskalender-Video anschauen können. Viel Spaß also, wir sehen uns dann am 17. mit dem Adventskalender-Video und dann den Sonntag drauf, da kommt auch ein spannendes Video. Worum es darin geht, das verrate ich euch aber noch nicht, das seht ihr dann. Bis demnächst, abonnieren, Daumen nach oben geben und ciao!